Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor, Folge 9. Was bisher geschah. Chariklia und Diagenes sind in Memphis gelandet. Der ägyptische Oberpriester Kalasiris hat sie begleitet. Seine beiden Söhne, Thiamis und Petosiris, haben sich einen Kampf um das Amt des Oberpriesters geliefert, dessen schreckliches Ende ihr Vater in letzter Sekunde abwenden konnte. Arsake, die Frau des persischen Statthalters Orondates und Schwester des persischen Großkönigs, hat sich unsterblich in Theagenes verliebt. In den königlichen Palast zurückgekehrt, begab sich Arsake sogleich in ihr Schlafgemach und warf sich, angekleidet wie sie war, aufs Bett, wo sie stumm liegen blieb. An sich schon zur Wollust geneigt, waren ihre Sinne durch den unwiderstehlichen Anblick des Diagenes, der sie mehr reizte als alles, was sie bisher gesehen hatte, bis zum Äußersten aufgeregt. So verbrachte sie die ganze Nacht, warf sich von einer auf die andere Seite, stieß tiefe Seufzer aus, richtete sich auf, ließ sich gleich wieder auf das Lager fallen, riss sich einen Teil der Kleider vom Leibe und warf sich wieder zurück. Dann rief sie eine Zofe, ohne zu wissen warum, und schickte sie wieder fort, ohne ihr einen Auftrag gegeben zu haben. Kurz, ihre Leidenschaft steigerte sich bis an die Grenzen des Wahnsinns. Endlich näherte sich ihr eine alte Frau namens Kybele, eine Kammerfrau und vertraute Helferin bei allen Liebesabenteuern. Ihr war nichts von den Vorgängen in Arsakes Schlafzimmer entgangen, dank dem Schein der Lampe, die gleichsam die Liebesflamme in Arsake mit entzündete. »Was ist dir, liebe Herrin?« rief sie. »Welch neue Leidenschaft quält dich so? Wer hat durch seinen Anblick meiner Herrin die Ruhe geraubt? Wer ist so stolz und anmaßend, sich deiner Schönheit nicht zu unterwerfen und deine Liebe nicht für Seligkeit zu halten, sondern deinen Wink und Willen zu missachten? Sprich nur, mein süßes Kind, niemand besitzt solch ein diamanthartes Herz, dass er nicht meinem Liebeszauber unterläge. Sprich nur, und deine Sehnsucht soll nicht ungestillt bleiben. Du hast es, denke ich, schon oft durch die Tat erprobt.« So schwatzte sie zu Füßen ihrer Herrin und suchte durch alle möglichen Schmeichelworte Arsake die Ursache ihres Liebesschmerzes zu entlocken. »Es hat mich gepackt, Mütterchen«, stieß Arsake nach einer Weile hervor, »wie noch nie. So oft und wirksam du mir bei ähnlichem Kummer beigestanden hast. Ich weiß nicht, ob du auch diesmal Glück haben wirst.« Der Zusammenstoß vor den Mauern, zu dem es heute beinahe gekommen wäre und der so rasch beigelegt wurde, ist für alle unblutig verlaufen und hat mir mit einem Friedensschluss geendet. Nur für mich bedeutete er den Anfang eines wirklichen Kampfes, wobei ich nicht irgendwo äußerlich, sondern tief im Herzen verwundet wurde, als ich zu meinem Unglück den fremden jungen Mann sah, der beim Zweikampf neben Thiamis herlief. Du weißt schon, wen ich meine, Mütterchen. Seine Schönheit stach ja vor so sehr von all den anderen ab, dass sie auch einem einfachen Gemüt ohne Schönheitssinn nicht entgehen konnte, geschweige denn einer Kennerin wie mir. Nun weißt du, meine Liebe, welcher Pfeil mich getroffen hat. Es ist an dir, jedes Mittel, jeden Zauber, jede List zu versuchen, wenn dir daran liegt, dass deine Herrin noch im Leben bleibt. Denn ich kann nicht länger leben, wenn ich ihn nicht ganz bekomme. »Ich kenne den jungen Mann«, erwiderte die Alte. »Er hat eine breite Brust und breite Schultern.
trägt den Nacken aufrecht und frei und überragt alle anderen um Haupteslänge. Sein Auge ist voll Feuer, blickt anziehend und trotzig zugleich. Der Lockenkopf jedenfalls mit dem ersten blonden Flaum auf den Wangen, dem sich das fremde Mädchen, ein nicht unschönes, aber offenbar ziemlich dreistes Geschöpf, so stürmisch an den Hals warf und den sie nicht mehr losließ, den meinst du doch, Herrin. Ja, Mütterchen, antwortete Arsacke, gut, dass du mich an die freche Person erinnerst, an dieses Frauenzimmer, das einem üblen Hause entlaufen ist, sich auf ihr bisschen zurechtgemachte Schönheit gewöhnlichster Art Wunder was anbildet und doch im Besitz solch eines Geliebten so viel glücklicher ist als ich. Bei diesen Worten musste die Alte doch ein leicht spöttisches Lächeln unterdrücken. »Sei unbesorgt, Herrin«, sagte sie, »bis heute mag sie dem jungen Manne schön vorgekommen sein. Wenn ich ihn erst mit dir und deinen Reizen bekannt gemacht habe, wird er Gold gegen Eisen eintauschen, wie man sagt, und seinem Liebchen dieser Zierpuppe, die sich umsonst aufspielt, bald den Laufpass geben.« »Ach, wenn dir das gelänge, meine liebe Kybele, dann würdest du mich gleich von zwei Krankheiten heilen, von der Liebesleidenschaft, indem du sie befriedigst, und von der Eifersucht, von der du mich befreist.« »Ich will mein Möglichstes tun«, erwiderte die Alte, »du musst dich aber zusammenreißen und darfst nicht gleich den Mut verlieren, es wird schon gut gehen.« Mit diesen Worten nahm sie die Lampe, schloss die Tür des Schlafzimmers und entfernte sich. Kaum brach der Morgen an, als sie in Begleitung eines königlichen Eunuchen und einer Dienerin, die ihr Opferkuchen und andere Opfergaben nachtrugen, zum Isistempel eilte. Am Eingangstor angekommen, erklärte sie, sie bringe der Göttin ein Opfer im Auftrag ihrer Herrin Arsacke, die von Träumen beunruhigt sei und die böse Bedeutung dieser Traumgesichte abwenden wolle. Einer der Tempeldiener wies sie ab und schickte sie mit dem Bemerken fort, im Heiligtum herrsche tiefe Trauer. Kalasiris, der Oberpriester, habe am vergangenen Abend anlässlich seiner Rückkehr in die Heimat nach langer Abwesenheit mit seinen Freunden ein festliches Mahl gehalten und sich ganz heiter und aufgeräumt gezeigt. Nach dem Essen habe er der Göttin ein Opfer gebracht und lange zu ihr gebetet. Dann habe er seinen Söhnen gesagt, sie würden ihren Vater nicht mehr lange sehen, und habe ihnen ans Herz gelegt, für die beiden jungen Griechen, die mit ihm gekommen seien, aufs Beste zu sorgen und ihnen bei der Erreichung ihrer Wünsche alle mögliche Hilfe zu leisten. Dann habe er sich zur Ruhe begeben. Sei es nun, dass das Übermaß der Freude die Atmungswege in ungewöhnlichem Maße erweitert und erschlafft und dadurch die Lebenskraft des alten Körpers in kurzer Zeit gebrochen habe, oder dass die Götter seinem Gebete willfahrt hätten, jedenfalls hätten seine Söhne, die wegen seiner Vorhersage die ganze Nacht bei ihm geblieben waren, zur Stunde des Hahnenschreies seinen Tod festgestellt. »Und jetzt haben wir herumgeschickt«, fuhr er fort, »um alle Priester und Gottesdiener der Stadt zusammenzuholen, damit sie nach altem, geheiligtem Brauch die Bestattung vollziehen. Ihr müsst euch also entfernen. Denn während der nächsten 7 Tage ist es nur Angehörigen des Priesterstandes erlaubt, Opfer zu bringen oder das Heiligtum auch nur zu betreten.« »Wo werden die Fremden denn wohnen?«, fragte Kybele. »Thyamis, der neue Oberpriester«, erwiderte er, »hat angeordnet, dass ihnen in der Nähe außerhalb des Tempelbezirks eine Unterkunft beschafft wird. Siehst du, da kommen sie selbst schon, um den Vorschriften zu entsprechen und sich vorerst aus dem Tempel zu entfernen.« Kybele benutzte den glücklichen Zufall, um sozusagen das Wild zu stellen. »Würdiger Tempeldiener«, sagte sie,
Da bietet sich eine Gelegenheit, den Fremden eine große Gefälligkeit zu erweisen, gleichzeitig aber auch uns und besonders der Schwester des Großkönigs, Arsake. Du weißt ja, wie griechenfreundlich sie ist und wie gastlich sie Ausländer bei sich aufnimmt. Sage ihnen also, dass sie gemäß der Anordnung des Thyamis in unserem Hause Wohnung nehmen können. Der Tempeldiener entsprach dem Wunsch, ohne Ahnung von Kybeles Hintergedanken, vielmehr in der Überzeugung, den Fremden einen guten Dienst zu erweisen, wenn er sie im Hause des Statthalters unterbringe und gleichzeitig den Leuten im Palast einen harmlosen Gefallen zu tun, der niemand schaden konnte. Als er Theagenes und seine Begleiterin mit Tränen in den Augen und niedergeschlagen herankommen sah, sprach er sie an. »Das ist aber nicht recht von euch«, sagte er, »und entspricht, wie man euch schon gesagt hat, auch nicht unseren Gepflogenheiten, um einen Oberpriester zu weinen und zu trauern, den wir mit Freuden und Glückwünschen von hinnen schicken. Gebt uns doch das heilige Gotteswort die Gewissheit, dass er in eine bessere Welt eingegangen und unter höhere Wesen aufgenommen ist. Doch mag man euch dies verzeihen, da ihr in ihm, wie ihr sagt, einen Vater, euren Beschützer und die einzige Hoffnung verloren habt. Ihr braucht aber nicht ganz zu verzagen. Thyamis ist offenbar nicht nur im Priesteramt, sondern auch in der Gesinnung euch gegenüber sein Nachfolger geworden. Er hat als erstes Anweisung gegeben, für euch zu sorgen. Dann steht euch eine prächtige Wohnung zur Verfügung, wie sie sich wohlhabende Einheimischen kaum zu wünschen wagen, geschweige denn Fremde, die sich überdies in nicht eben besonders günstigen Umständen befinden. Er wies auf Kybele. Folgt dieser guten Alten, die ihr als eure Mutter ansehen könnt, und vertraut euch ihrer Fürsorge an. Theagenes und Chariklia gehorchten. Einerseits waren sie durch die vielen unerwarteten Schicksalsschläge abgestumpft, andererseits im Augenblick zufrieden, nur irgendwo Zuflucht und Unterkunft zu finden. Sie würden sich natürlich eines anderen bedacht haben, hätten sie alles Traurige und Schwere, alles Unheil, das sie in ihrer Wohnung erwartete, ahnen können. So aber hatte das Schicksal, das feindlich über ihnen waltete, ihnen nur wenige Stunden der Ruhe und flüchtigen Freude zugedacht. Schon wieder verhängte es neues Leid über sie und führte sie, gleichsam als Gefesselte, aus eigenem Entschluss in die Hände ihrer Feindin und machte die nichtsahnenden und landesunkundigen jungen Leute unter dem Vorwand hochherziger Gastfreundschaft zu Gefangenen. So schlägt die Unkenntnis der Verhältnisse, die in die Fremde verschlagen wie mit Blindheit. Als sie den Palast betraten, dessen überladene und jedes Privathaus an Prunk überbietende Vorhöfe erfüllt waren von paradierenden Wachen und glänzender Dienerschaft, waren sie erstaunt und betreten, sich in einer Umgebung zu sehen, die so gar nicht zu ihrer gegenwärtigen Lage passte. Doch folgten sie Kybele, die ihnen freundlich zusprach und sie ermunterte, sie in einem Fort Kinderchen und meine Lieben nannte und ihnen die herzlichste Aufnahme in Aussicht stellte. Als die Alte sie schließlich in ihren eigenen Wohnräumen untergebracht hatte, ließ sie alle sich entfernen und nahm allein bei ihnen Platz. »Liebe Kinder«, sagte sie, »ich weiß, weshalb ihr zurzeit so niedergeschlagen seid. Der Tod des Oberpriesters Kalasiris, der euch wie ein Vater war, hat euch in tiefe Trauer versetzt. Es wäre nun in der Ordnung, wenn ihr mir sagtet, wer und woher ihr seid. Dass ihr Griechen seid, weiß ich schon, und dass ihr aus gutem Hause stammt, sieht man euch auf den ersten Blick an. Die edlen Züge, die stolze und doch liebenswürdige Haltung verraten eure Herkunft.
Doch aus welcher Gegend Griechenlands, aus welcher Stadt ihr stammt, wer ihr seid und durch welche Abenteuer ihr hierher kamt, das möchte ich schon in eurem eigenen Interesse wissen. Um meine Herrin Arsake, die Schwester des Großkönigs und Gemahlin des Oberstatthalters Orondates, eine Freundin der Griechen, die feine Lebensart und Gastlichkeit schätzt, über eure Verhältnisse unterrichten zu können. Sie wird euch dann umso größere Achtung erweisen und gebührend ehren. Ihr sprecht übrigens mit einer Frau, die euch nicht ganz fern steht. Ich bin nämlich selbst griechischer Herkunft, aus der Stadt Lesbos. Als Kriegsgefangene bin ich hierher gekommen. Aber es geht mir hier viel besser als zu Hause, denn ich bin meiner Gebieterin alles. Sie atmet gleichsam und sieht, sie denkt, hört, erlebt alles durch mich. Ich mache sie mit vortrefflichen Leuten bekannt und bin die Vertraute aller ihrer Herzensgeheimnisse. Theagenes brachte die Äußerung Kybeles mit dem gestrigen, entsprechenden Verhalten Arsakes gegen ihn in Zusammenhang und dachte an die begehrlichen und vielsagenden Blicke, mit denen sie ihn dreist und unverwandt angestarrt hatte. Von alledem versprach er sich nichts Gutes. Schon war er im Begriff, der Alten zu antworten, als sich Chariklia zu seinem Ohr neigte und ihm zuflüsterte: Denk bei dem, was du sagen willst, an deine Schwester. Er verstand den Wink und antwortete: Dass wir Griechen sind, Mütterchen, weißt du schon. Als Geschwister, deren Eltern von Räubern entführt waren, machten wir uns auf, sie zu suchen. Wir erlitten aber noch schlimmeres Unglück als sie selbst und fielen noch übleren Räubern in die Hände, verloren alles, was wir hatten. Es war nicht wenig und kamen gerade noch mit dem Leben davon. Ein glückliches Geschick brachte uns mit dem edlen Kalasiris zusammen. So kamen wir hierher und hofften, unser Leben mit ihm teilen zu dürfen. Nun sind wir, wie du siehst, ganz allein und verlassen, da wir nach allem anderen auch noch den Mann verloren haben, der uns Vater sein sollte und auch war. So ist unsere Lage. Wir sind dir für die freundliche Begrüßung und gastliche Aufnahme herzlich dankbar. Du würdest uns aber noch mehr verpflichten, wolltest du uns allein und abgeschieden wohnen lassen und die in Aussicht gestellte Gunst der Bekanntschaft mit Arsake vorläufig aufschieben, anstatt uns arme, unglückliche Fremdlinge in eine Welt des Glücks und Glanzes einzuführen. Denn Bekanntschaft und Verkehr haben, wie du weißt, nur bei gleichen Voraussetzungen ihren Reiz. Bei diesen Worten konnte sich Kybele nicht verstellen, sondern verriet durch ihren heiteren Gesichtsausdruck ihre Freude darüber, dass die beiden Geschwister seien. Dadurch sah sie das Hindernis beseitigt, das in der Person Chariklias den Liebeserwartungen Arsakes im Wege gestanden hatte. »Schöner junger Mann«, wandte sie sich an Theagenes, »so wirst du nicht über Arsake sprechen, wenn du diese Frau einmal kennenlernst. Sie wird sich gleichmäßig freundlich, ohne Rücksicht auf die jeweiligen Verhältnisse geben. Und zu denen, die sich in ungünstigeren Umständen befinden, als sie es verdienen, pflegt sie ganz besonders liebenswürdig zu sein. Obwohl sie persischen Blutes ist, besitzt sie eine ausgesprochen griechische Gesinnung. Alles, was von Griechenland kommt, ist ihr sympathisch. Und sie hat für griechisches Wesen und Lebensart eine wahre Leidenschaft. Seid also guten Mutes. Du wirst alles bekommen, was ein Mann an Annehmlichkeiten und Vorteilen erlangen kann. Und deine Schwester wird ihr eine liebe Freundin und Gesellschafterin sein. Doch welchen Namen soll ich ihr melden?« Als sie die Namen Theagenes und Chariklia gehört hatte, sagte sie: »Wartet hier auf mich«, und lief zu Arsake, nachdem sie vorher ihrer Türhüterin, sie war gleichfalls eine alte Frau, eingeschärft hatte,
Wenn jemand komme, ihn unter keinen Umständen eintreten, aber auch die beiden jungen Leute nicht fortgehen zu lassen. Auch nicht, wenn dein Sohn Achämenes zurückkommen sollte, fragte die Frau. Gleich nachdem du zum Tempel gegangen warst, hat er das Haus verlassen. Er wollte seine Augen behandeln lassen. Du weißt ja, dass sie noch nicht ganz in Ordnung sind. Auch ihn nicht, erwiderte sie. Schließ die Tür ab, steck den Schlüssel ein und sage, ich hätte ihn mitgenommen. Kaum war Kybele fort, da bot das Alleinsein Theagenes und Chariklia Gelegenheit, sich ihrem Schmerz zu überlassen und an ihre Lage zu denken, wobei sie ihren gleichen Gefühlen mit fast den gleichen Worten Ausdruck verliehen. »Ach, Chariklia! Oh, mein Theagenes!« seufzten sie immer wieder. »Welches Schicksal hat uns wieder erfasst?« rief er. »Was erwartet uns jetzt?« sagte sie. Dabei sanken sie sich an die Brust und küssten sich unter Tränen. Schließlich richteten sie ihre Gedanken wieder auf Kalasiris und weihten ihm ihren Schmerz, namentlich Chariklia, die am längsten seine besondere Liebe und Fürsorge genossen hatte. »Ach, bester Kalasiris«, schluchzte sie, »denn den teuren Namen Vater kann ich nun nicht mehr aussprechen, da das Schicksal mir offenbar nicht das Glück gönnt, irgendeinen Menschen Vater nennen zu dürfen. Meinen rechten Vater habe ich nie gekannt, den, der mich zog, Chariklis, habe ich verraten. Den, der nach ihm Vaterstelle einnahm, mich hegte und pflegte, habe ich jetzt verloren, und wegen seiner Priestereigenschaft darf ich nicht einmal an seiner Leiche schuldige Tränen vergießen. Doch sieh her, mein Beschützer und Retter, und ich füge hinzu, Vater, auch wenn es das Schicksal nicht haben will, ich will dich hier, wo ich es darf und so gut ich es vermag, eine Spende bringen mit meinen Tränen, ein Opfer mit meinen Locken. Dabei begann sie, sich Haupthaar auszureißen. Doch Diagenes tat ihr mit Bitten und Gewalt Einhalt. »Was soll ich noch weiter leben?« fuhr sie fort zu klagen. »Welche Hoffnung bleibt mir noch? Er, der mein Führer in der Fremde war, mein Halt auf der Irrfahrt, der Weggefährte in die Heimat, der mir meine Eltern wiedergab, mein Trost im Unglück, Hilfe und Rettung in der Not, Anker in allen Fairnessen, Kalasiris, er ist nicht mehr und lässt uns wie ein unglückliches Gespann führerlos und ratlos zurück in dem fremden Land. Jeder Weg, sei es zu Wasser, sei es zu Lande, ist uns nun durch unsere Unkenntnis abgeschnitten. Sein edler und guter Geist, sein kluger, wahrlich vielseitiger Verstand ist uns genommen. Den Erfolg seines edlen Wirkens hat er nicht mehr erlebt. Während sie so klagte und Theagenes bald in ihrem Schmerz einstimmte, bald aus Rücksicht auf sie an sich hielt, kam Achämenes. Da er die Tür verschlossen fand, fragte er die Türhüterin, was das bedeute. Als er erfuhr, seine Mutter habe es getan, trat er neugierig näher heran. Da hörte er Chariklia klagen und sah durch das Schlüsselloch alles, was im Zimmer vorging. Er befragte die Türhüterin weiter, wer die beiden seien. Sie antwortete, sie wisse nur, dass es ein junges Mädchen und ein junger Mann seien, Fremde, wie sie vermute, die vorhin erst von seiner Mutter hergebracht worden seien. Er bückte sich noch einmal, um festzustellen, ob er die beiden erkennen könne. Chariklia war ihm gänzlich unbekannt. Er war hingerissen von ihrer Schönheit und dachte, wie schön sie erst ohne Tränen wirken müsse. So wuchs seine Bewunderung zu leidenschaftlichem Begehren. Theagenes dagegen erweckte in ihm eine dunkle und blasse Erinnerung, dass er ihn kenne. Während Achämenes seine Beobachtungen anstellte, kam Kybele zurück. Sie hatte Arsaces alles von den jungen Leuten erzählt,
sie lebhaft zu diesem Zusammentreffen beglückwünscht, das ihr ganz von selbst mehr verschaffe, als sie durch tausend Überlegungen und Listen zu erreichen hätte hoffen dürfen. Sie hatte den Angebeteten bei sich im Hause und konnte ihn in aller Sicherheit sehen und von ihm gesehen werden. So blies sie noch in das Feuer. Nur mit Mühe konnte sie dann Arsake von ihrem Wunsche abbringen, Theagenes gleich jetzt zu sehen. Sie wollte nicht, dass sie sich dem jungen Manne mit blassem Gesicht und den von der schlaflosen Nacht geschwollenen Augen zeige, sondern erst, wenn sie einmal einen Tag geruht und ihre gewöhnliche Schönheit wiedergewonnen habe. Nachdem sie so Arsake zugeredet und Hoffnung auf die Erfüllung ihrer Wünsche gemacht hatte, gab sie ihr noch gute Ratschläge, was sie am besten tun und wie sie den beiden Fremden begegnen müsse. Zurückgekehrt stieß sie auf ihren Sohn. »Was hast du hier zu suchen, mein Sohn?« fragte sie. »Wer sind die Fremden da drin?« erwiderte er. »Und woher sind sie?« »Das geht dich nichts an, mein Kind«, wies ihn Kybele zurecht. »Sei still und behalte, was du gesehen hast, schön für dich. Zu niemand ein Wort davon. Gib dich nicht weiter mit den Fremden ab. Unsere Herrin wünscht es so.« Er folgte der Aufforderung seiner Mutter und ging. Er vermutete, dass es sich bei Theagenes um eines der üblichen Liebesabenteuer Arsakes handle. »Ist das nicht der junge Mensch«, sagte er sich im Weggehen, »den mir neulich der Kommandant Mitranis übergab und den ich zu Orondates bringen sollte, damit er zum Großkönig geschickt werde, den mir dann die Beseer und Thyamis abnahmen, wobei ich um ein Haar das Leben einbüßte und von den Begleitmannschaften als einziger davonkam. Sollten mich meine Augen so trügen? Aber sie sind doch schon wieder fast heil, und ich sehe beinahe so gut wie vorher. Auch habe ich gehört, dass Thyamis gestern hier war und nach dem Zweikampf mit seinem Bruder das Priesteramt wieder bekommen hat. Also muss er es sein. Aber vorerst will ich nichts davon verlauten lassen, dass ich ihn wiedererkannt habe. Erst heißt es aufpassen, was unsere Gebieterin für Absichten mit dem Fremden hat.« So sprach er zu sich. Als Kybele bei den jungen Leuten eintrat, sah sie, dass sie geweint hatten. Sie nahmen sich zwar zusammen, als sie die Tür gehen hörten, und suchten, ihre gewöhnliche Haltung und Miene anzunehmen, doch konnten sie die Tränen, die ihnen noch in den Augen standen, vor der Alten nicht verbergen. »Liebe Kinder«, rief sie überschwänglich, »weshalb die unangebrachten Tränen, wo ihr allen Anlass zur Freude habt, wo ihr euch zu eurem großen Glück gratulieren könnt. Bringt doch, Arsake, euch die herzlichsten Sympathien entgegen, wie ihr sie nur wünschen könnt. Geruht euch morgen zu empfangen und habt bestimmt, dass ihr inzwischen aufs Beste behandelt und bedient werdet. Lasst also das unnütze und einfach kindische Jammern. Fasst euch und seid vernünftig. Und fügt euch willig Arsakes Wünschen.« »Mütterchen«, entgegnete Theagenes, »der Gedanke an Kalasires Tod hat uns so traurig gemacht, und der Verlust seines väterlichen Wohlwollens entlockte uns Tränen.« »Ach Unsinn«, rief sie, »euer angeblicher Vater Kalasires war ein alter Mann und hat dem Gesetz der Natur und Vergänglichkeit sein Tribut gezahlt. Durch eine einzige Person hast du jetzt alles, Ansehen, Reichtum, Luxus, alles, was man sich in der Jugend wünschen kann. Kurz, du kannst Arsake als dein Glück bezeichnen und anbeten. Nun hört auf mich, wie man vor sie hintreten und sie ansehen muss, wenn sie das gestattet, und wie ihr euch verhalten müsst, wenn sie einen Befehl ausspricht. Denn ihr stolzes und königliches Wesen, musst du wissen, das durch ihre Jugend und Schönheit noch gesteigert ist, könnte es nicht ertragen, dass ihre Befehle nicht beachtet werden.« Theagenes schwieg zu diesen Worten und dachte,
welch unerfreuliche und bedrohliche Aussichten sie eröffneten. Wenig später erschienen einige Eunuchen und brachten auf vergoldetem Geschirr angebliche Reste, in Wirklichkeit aber ausgesuchte Leckerbissen und Schlemmergerichte von der Statthaltertafel. Sie setzten sie mit den Worten vor: Unsere Gebieterin erweist ihren Gästen vorerst zum Empfang eine Aufmerksamkeit, und verschwanden sofort wieder. Von Kybele genötigt und um nicht unhöflich gegen die Gastgeberin zu erscheinen, kosteten sie etwas von den Speisen. Am nächsten Tag, schon in früher Morgenstunde, erschienen dieselben Eunuchen bei Theagenes. »Du bist zur Gebieterin gerufen, glücklicher«, meldeten sie. »Wir haben den Befehl, dich vor ihre Augen zu führen. Komm also und genieße ein Glück, das sie nur wenigen und auch dann nur selten vergönnt.« Nach kurzem Schweigen erhob er sich, es war aber, als raffe er sich gewaltsam auf. »Lautet euer Auftrag dahin«, fragte er, »dass ich allein komme, oder soll meine Schwester mitgehen?« »Du allein«, erwiderten sie. »Deine Begleiterin will Arsake getrennt empfangen, da gerade einige persische Würdenträger bei ihr sind und es überhaupt üblich ist, Männer und Frauen gesondert in einer Audienz zu empfangen.« Theagenes beugte sich zu Chariklia und flüsterte ihr zu: »Das ist weder schön noch unverdächtig.« Sie entgegnete, er dürfe sich Arsakes Wünschen nicht widersetzen, sondern solle erst einmal mitgehen und sich bereit zeigen, auf alle ihre Absichten einzugehen. Daraufhin folgte er seinen Führern. Auf ihre Belehrungen, wie er sich bei dem Empfang zu verhalten habe, wie er sie anreden müsse und dass das Zeremoniell verlange, beim Eintritt sich auf die Erde zu werfen, gab er überhaupt keine Antwort. Beim Eintreten erblickte er sie auf einem erhöhten Sessel sitzend, in einem purpurnen, goldgestickten Kleide, im Glanze der Schmucksachen, das Hoheitszeichen der Tiara auf dem Haupt, mit aller Kunst schön zurechtgemacht. Neben ihr stand die Leibwache. Zu beiden Seiten saßen hohe Würdenträger. Theagenes zeigte keine Befangenheit. Vielmehr schien er die entgegenkommende Haltung, die er nach der Verabredung mit Chariklia hatte spielen wollen, ganz vergessen zu haben, und begegnete dem großtuerischen persischen Schaugepränge mit betontem Stolz. Ohne sich zur Erde zu werfen oder auch die Knie zu beugen, sagte er aufrechten Hauptes: »Sei gegrüßt, Herrin aus königlichem Blut, Arsake.« Ihre Umgebung war empört, dass Theagenes sich vor ihr nicht niedergeworfen hatte, und äußerte ihren Unwillen über den herausfordernden, frechen Menschen. Doch Arsake sprach lächelnd: »Haltet ihm zugute, dass er Ausländer und mit unseren Sitten nicht vertraut ist und dass echter Grieche an der Überheblichkeit seines Volkes uns gegenüber leidet.« Dabei nahm sie, trotz des Widerspruchs ihrer Umgebung, die Tiara vom Haupte, denn dies bedeutete die Erwiderung des Grußes bei den Persern, und entgegnete durch den Dolmetscher, da sie die griechische Sprache wohl verstand, aber nicht sprach: »Sei willkommen, Fremdling, und äußere deine Wünsche, sie sollen nicht unerfüllt bleiben.« Dann gab sie den Eunuchen einen Wink und entließ Theagenes wieder. Leute der Leibwache begleiteten ihn. Bei dieser Gelegenheit sah Achämenes ihn erneut und erkannte ihn mit noch größerer Bestimmtheit wieder. Er war erstaunt über die außerordentliche Ehrung, die dem jungen Manne erwiesen wurde. Freilich konnte er sich den Grund zusammenreimen. Er schwieg und beschloss zu tun, was er sich vorgenommen hatte. Arsake lud die persischen Würdenträger zu Tisch, scheinbar, um sie wie üblich auszuzeichnen, in Wirklichkeit, um den Tag ihrer Bekanntschaft mit Theagenes festlich zu begehen. Sie ließ den Fremden nicht nur wie gewöhnlich Gerichte von ihrer Tafel bringen, sondern auch einige Teppiche und gestickte Kissen,
sidonische und lydische Handarbeiten. Ferner schickte sie für Chariklia ein Mädchen, für Diagenes einen jungen Mann zur Bedienung, beide Jonier in noch ganz jugendlichem Alter. Immer wieder drängte sie Kybele, sich anzustrengen und so schnell wie möglich zum Ziel zu kommen, sie könne ihre Leidenschaft nicht länger zügeln. Dabei war die Alte an sich schon nicht müßig, sondern bearbeitete Theagenes nach allen Regeln der Kunst. Sie enthüllte ihm die Wünsche Arsakes nicht offen und klar, sondern brachte sie ihm durch Umschreibungen und Andeutungen bei, indem sie das Wohlwollen ihrer Herrin für ihn betonte, ihm ihre Reize, und zwar nicht nur die sichtbaren, sondern bei passender Gelegenheit auch die unter der Hülle verborgenen, vor Augen führte. Sie schilderte ihr liebenswürdiges und zugängliches Wesen und ihre Vorliebe für gutaussehende und kräftige junge Männer und beobachtete bei allen diesen Eröffnungen, ob er zur Liebe geneigt sei. Theagenes zeigte sich über Arsakes Vorliebe für ihn wie über ihre griechenfreundliche Gesinnung gerührt und erkannte das alles dankbar an. Über ihre verführerischen Anträge ging er geflissentlich hinweg, als habe er sie überhaupt nicht verstanden. Die Alte war dem Ersticken nah. Sie schluchzte, als sei sie ins Herz getroffen. Dann begriff sie, dass ihr Werben um ihn wohl verstanden hatte, die Versuchung aber keck zurückwies. Andererseits konnte sie sich der Zudringlichkeit Arsakes kaum noch erwehren, die erklärte, sie könne es nun nicht mehr ertragen und von ihr die Einlösung ihrer Versprechen verlangte. Kybele suchte bald mit dem, bald mit jenem Vorwand, Zeit zu gewinnen. Das eine Mal sagte sie, der junge Mann habe den besten Willen, es fehle ihm aber an Mut. Das andere Mal war eine plötzliche Unpässlichkeit dazwischengekommen.